bin ich jetzt mit dem Tyler. Und ihr habt schon gesehen, ich habe ein Paket bekommen. Und es hat ein bisschen mit dem Tyler zu tun. So, und das zeige ich euch jetzt. Aber ich packe euch jetzt erstmal in das Stativ. Zack. Immer schön in den Blickwinkel. So. Dann machen wir das jetzt mal auf. Ich hoffe, es sind einfach so, was ich erwarte. Ha, sieht gut aus. Was ist das? Das ist Schokolade. Okay. Und eine Karte. Oder eine Rechnung. Mal gucken. Rechnung. Ja, es geht um Regina Zuckerreich. Da habe ich das. Ich denke, ihr könnt es erkennen. Es ist ein Körper. Jetzt schauen wir mal. Ich habe den jetzt etwas rotfarbener erwartet, aber das stört mich jetzt erstmal nicht so. Jetzt schaue ich mal, ob der passt oder ob der zu groß ist. Ziehen wir den kleinen Mann mal auf. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe euch das schon mal gesagt, dass mich das ein bisschen stört, dass da oben an den Schultern das so breit wirkt. Und jetzt habe ich nach noch wochenlangem Hin und Her überlegen. Hier ist doch mal entschieden, den zu bestellen. Aber der müsste passen. Sieht gut aus. Dann werde ich den kleinen Mann jetzt mal auseinanderbauen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, jetzt haben wir es soweit geschafft. Bin mal gespannt. Das ist der Alte und der glaubt es nicht, was da rauskam. Natürlich ein Sandbeutel. Ich glaube, das kennt jeder. Wenn man das nicht bei jemand direkt kauft. Da müsste ich vielleicht gucken, dass die einfacher gehen. Ich glaube, ich kann das auch nicht so gut. Also er floppt auf jeden Fall. Also man muss den Kopf halten. Der hat einen richtigen Po jetzt. Das ist natürlich ein Vorteil. Naja, wahrscheinlich durch dieses, durch die Naht so. Er ist, glaube ich, auch ein bisschen größer. Minimal, aber das ist vielleicht, das sind vielleicht Zentimeter. Jetzt muss ich das mal gucken, wie ich das mit den Bändeln hier mache. Ich finde das jetzt zum Beispiel, das ist gut. Das ist mir zu fest. Ich weiß nicht, wie macht ihr das? Das wäre halt auch solche die kann ich ja gar nicht bewegen. Das ist ja strange. Besser? Ich glaube, ich lasse das. Ich möchte das nicht so voll haben. Hier soll ja noch ein kleiner zierlicher Wurm sein. Jetzt hat er voll den Hintern. Okay, jetzt ist nur die Frage, wie wir das mit diesen Bändeln machen. Ich will die jetzt nicht abschneiden. Ich weiß nicht, wie ich das vielleicht noch ein bisschen anders machen will. Kann ich ja das zum Schluss nicht nennen. Jetzt gucke ich mal, ob ich diese irgendwie da reingestopft bekomme.
Aber nicht wundern, ich mache hier immer mit der Pinzette die Fäden auf. Jetzt kommt man da quasi nicht ran. So, beweglicher. Vielleicht noch nicht 100%. Jetzt mal belegen. Kriege ich die hier rein? Was meint ihr? Ich nehme mir Sachen vor. Schwer. Also ich denke mal, die Qualität ist auf jeden Fall top von diesen. Aber so, wir werden eine Windel anziehen. Ob ihm jetzt noch die Frühchenwindeln passen? Die braucht er immer noch. Ciao. Ja, das gefällt mir doch schon. Ist nur die Frage, ob ich noch ein bisschen was rausmachen soll. Ja, ich zeige es euch dann, wenn es fertig ist. So. So sieht er jetzt aus. Ihr könnt das sehen, ich habe die Bändel nicht abgeschnitten, ich habe sie hier reingesteckt. Er kann die Arme auch viel einfacher jetzt bewegen. Also sie bewegen sich wirklich so und der Stoff bewegt sich auch mit, aber ich wüsste, wie man das hier läuft. Obwohl es kein Scheibengelenk, nee, doch Scheibengelenk ist, läuft das ganz gut. Das hier muss nicht so viel laufen, weil da bewegt er sich ja so. Ja, ich bin definitiv zufrieden mit dem Körper. Nur ich glaube, jetzt muss ich noch ein bisschen in meiner Füllung arbeiten. Ich noch mal ein bisschen rausnehmen. Weil ich habe eigentlich jetzt gar nichts mehr los dran. Ja, ich glaube, aber ich lasse es jetzt heute mal erstmal und teste das jetzt, ob mir das jetzt so gefällt. Wobei das. Egal, ich muss mal rausmachen. Moment. So, noch ein Versuch. Aber jetzt bin ich, glaube definitiv zufriedener. Hier ist einfach, das Ganze ist floppiger. Ich weiß nicht so. Ihr seht zum Beispiel hier die Fäden. Ich weiß noch nicht, ob mich das stört. Ich denke mal, das wird man sehen. Ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt richtig gemacht habe. Wenn sich jemand auskennt, kann er gern kommentieren, was ich vielleicht falsch gemacht habe. So, auch den Kopf so hinmachen, dass er mir nicht abfällt. Ich glaube, so fällt er momentan noch ab. Ich hoffe, euch interessiert so ein Video überhaupt. Aber ich habe gedacht, wenn ich den euch jetzt schon zeige, dass ich ihm einen neuen Körper bestellt habe, euch ja auch schon ein paar Mal gesagt habe, was mich an dem anderen stört. Das Problem. Okay, ich muss das jetzt schnell in Ruhe machen, dann, sonst wird das Video zu lang. Moment. So, und ich glaube, jetzt ist es gut. Ich kann den Kopf auch gut einigermaßen gut bewegen. Und dann ziehen wir dem kleinen Mann doch mal eine Windel an. So.
deine Windeln mehr anziehen, Jo. Einen neuen Body gibt's. Also einen neuen nicht. Was spreche ich denn? Diesen hier. Oh, der hat da so ein Flaggy-Line. Ich weiß gar nicht, wo er ist. Mir das jetzt besser gefällt. Ich hoffe es ja. Aber ja, definitiv ganz anders. Weil jetzt ist es nämlich so, es geht auch ein Stück über die Ärmel und jetzt ist nicht quasi hier. Verhältnismäßig ist er auch nicht. Ich fühle es nicht, dass er größer ist. Ich weiß nicht, ob ihr das vom Bild her sagen könnt. Ich weiß nicht. Ja, schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Jetzt kriegt er wieder meinen geliebten Hose an. Die habe ich gerade ständig an. Und dann werden wir mal gucken. Und bis zum nächsten Mal. Ah ja, genau. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja, lasst mir einen Daumen nach oben da und abonniert mich, wenn ihr Lust habt. Ich freue mich riesig über jeden. So. Dann sagen wir zwar tschüss.